1989 war für uns ein ganz besonderes Jahr. Wir sind im Jahr 1989 im Mai noch in der damaligen DDR gewesen und konnten das ganze Programm der DDR erleben. Von Kontrolle am Checkpoint bis hin also zu den Meldungen, die man in der Polizeiwache machen musste, weil der Westbesuch sich täglich oder in kurzen Abständen jedenfalls melden musste bei der Polizei. Und also ganz besonders interessant war dann natürlich diesen Wechsel zu erleben, dass auf einmal eine Grenze frei geworden ist, die wir uns in der Form, was wir uns in der Form gar nicht vorstellen konnten. Wir waren 3 Monate, 4 Monate vorher noch in der DDR, wie sie früher war. Katastrophal im Prinzip, Überwachungsstaat, furchtbare Grenzkontrollen, Unfreiheit, wo man ging und stand. Und dann auf einmal diese Riesenveränderung, dieses Aha-Erlebnis, die Gesellschaft verändert sich, die Grenze fällt. Wir hätten uns das nie vorstellen können. So konnte die Cousine, meine Cousine konnte dann sogar kurz nach dem Mauerfall Patentante unseres Jungen werden, Leonard, der ist kurz davor geboren.